So, Leute, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Darksiders 3. Zurück hier mit dem Tentakelvieh. Was wir irgendwie besiegen müssen. Wo ich noch nicht ganz verstanden habe, wie. Ja, das war schon mal eine Einleitung, wie wir es besiegen könnten. So, kann ich jetzt einfach... Ne, er macht die Augen zu. So, kann ich irgendwie weiter nach hinten, dass ich... So, aber jetzt bin ich zu weit weg. Dafür. Nein, oh. Wie macht man das denn mit dem Anvisieren schnell? Alter, jetzt... Jetzt! Jetzt! Hat's funktioniert? Ja! Was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Hallo? Muss ich einfach draufschlagen? Hä? Was? Ich muss abhauen! Ich muss abhauen! Ich muss abhauen! Lauf, 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 lauf! Gib mir das. Uiuiui. Uiuiui. Sei gegrüßt. Uiuiui. Nee, ich will eigentlich gar nichts von dir, glaube ich. Frage ist, sollen wir noch mal ganz kurz zum Erschaffer? So am Anfang des Parts. Haben wir noch irgendwie wieder was Schönes dabei? Acht Dämonenfragmente. Elf Engelsfragmente. Sei gegrüßt. Bin ich falsch oder könnte es sein, dass wir uns damit... das eine auf voll ausbauen können. Oh, können wir nicht. Füttere gesammelte Seelen an Vulgrim, um Merkmalspunkte zu haben. Nein. Nein. Das wusste ich gar nicht. Willkommen, Reiter. Es wird eng hier, seitdem du all die Menschen hierher schickst. Ja. Lass mich das kleine Schmuckstück verstärken, das ich dir... Ja. Na, des Reiters Level 2 oder so? Da möchte wohl jemand mächtig austeilen. Und das auch nochmal verbessern. Ja, mach. Die Waffe, also die gefällt mir halt am besten, ne? Mal sehen, so. Dämonenmoloch könnten wir jetzt auf... Nein! Achso, wir haben auch noch keine Essenz des Auserwählten. Okay, dann ist egal. Können wir... Ah ne, wir können die Seite gar nicht verbessern, ne? Aber wir hatten doch jetzt noch hier dieses Obscuros. Generiert Chaos durch die Waffe Unverwundbarkeitsfenster beim Ausweichen. Keine Ahnung. Aber ich will jetzt auch nichts ausgeben, weil ich mir dann sonst hier den Dämonenmoloch nicht ausgewogener Moloch holen kann. Der ist eigentlich ganz cool. Ist voll. Ja, genau. Ich. Hey, gib mir das. Haben dieser Waffe. Wenn die Gesundheit. Aus. Schaden mit dieser Waffe, wenn die Gesundheit voll ist, plus 5%. Das ist ja richtig schlecht. Das ist 35%. Und er macht eigentlich 20, einfach 20%. Physischer und magischer Schaden. Das heißt, mit dem Konter mache ich auch 20% mehr. Also es gibt irgendwie auch richtig schlechte Sachen, oder? Schade, mir fehlt ein Engelsfragment. Jetzt noch schnell eins her irgendwo? Ne, wahrscheinlich nicht. Aber er hat das Ding hier verbessert, ne? Was bringt das jetzt eigentlich? Lurcher, wenn dein Gegner getötet wird, Zornbelohnung von Zornlurcher. Einfach so. Boah, ne, dann würde ich sagen... Ach, da unten ist die Kreuzung. Oder? Ja, ne? Ja, da haben wir gegen die zwei Fetten gekämpft. Direkt hier drunter. Wahrscheinlich, wenn ich runterspringe, bin ich trotzdem tot, aber egal. Ja, dann gehen wir zurück. Dann gehen wir zurück. Ja, zum Frachtschiff. Ja, ich lasse mir Zeit. Ich will trotzdem zum Fracht. Danke. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und will... Achso, ich... Ein bisschen von dem Popschuss. Jetzt nicht mehr.
Sachen, die hängen, werden von mir automatisch immer wieder angegriffen. Einfach inzwischen einfach so. Besonders unlustiger Ort. Was? Hast du nichts gelernt? Der Schein kann trüben. Außerdem zeigt sich Wollust nie wie erwartet. Was genau hast du damit gemeint? Die Vorstellung von Sünden ist eines. Das Konzept der Wollust ist etwas ganz anderes. Vor allem das menschliche Konzept der Wollust. Verstehe. Wie zum Beispiel Lust auf. Such es dir aus. Die Menschen haben ziemlich viel Fantasie. Wollust erscheint jedem in anderer Gestalt. Das macht ihn so gefährlich. Auch so gefährlich, Herrin. Auf keinen Fall. Okay, das heißt, Wollust ist in dem... In dem Augenblick nicht auf irgendwas Sexuelles bezogen, sondern einfach generell auf Lust auf etwas haben. Das kann auch die Lust zu morden sein, die Lust zu stehlen. Man kann ja auf alles Lust haben. Das ist ja das Witzige an dem Konzept, ne? Schon ausgebufft hier das Ganze. Alter, fetter Thron, Junge. Erreizt du, wonach mich gelüstet? Was gibt es in dieser zerrotteten Welt noch zu begehren? Macht. Ich hatte dich immer für die Schlaue gehalten. Schade. Wie komme ich zu diesem ausgesprochenen Vergnügen? Immerhin. Ein Besuch von einem legendären Reiter. Ich habe hier nur eines zu erledigen. Müssen wir uns der Gewalt hingeben? Du besitzt bereits meinen Respekt. Dein Respekt interessiert mich nicht. Bloß dein Kopf! Teleporter. Jetzt komm, Fury. Ich bin kein Barbar wie die anderen. Nein, wir müssen uns nicht nochmal als Feind. Erzähl das dem feurigen Rat. Der ist nicht hier, darum sage ich es dir, Königin der Reiter. Mächtig, bewaffnet mit der Flammenfähigkeit, einer Kreuzklinge, deiner legendären Peitsche. Ich trotze deinen Verlockungen, Wollus. Wirklich? Die Wahrheit ist oft verwirrend. Du sprichst, als wären wir von Natur aus Feinde. Warum muss das so sein? Ich kenne meine Rolle im Universum. Ich frage mich, ob du deine je hinterfragt hast. Du bist ein Reiter. Doch wieso? Hast du diese Wahl getroffen? Und wenn ja, gab es einen Grund dafür? Halt den Mund und kämpfe! Du weißt nicht einmal, wieso du kämpfst, oder? Kämpfst du für deine Brüder? Oh, natürlich nicht. Deine Feindseligkeit ihnen gegenüber ist bekannt. Also wenn ich Fury lenke, ist sie stärker. Gleichgewicht? Du glaubtest nie an das übergeordnete Wohl, bis es dir dienlich war. Nein, nein, nein. Mir beweist dein Tun eine ganz andere Lust auf Macht und Privilegien und Schutz vor dem unvermeidlichen Fall der Nephele. Letztlich macht uns das zu Verbündeten. Nicht wahr? Zurück, Fury. Oh. Was machst du? Was macht ihr alle hier? Sind wir nicht vier vereinte Reiter? Wir sind zur Bestätigung hier, dass die Mission erfüllt ist. Die Mission. Die anderen Sünden wurden durch meine Hand zerstört, toter Krieg befreit und seinen Namen reingewaschen. Und vor allem haben wir eine große Verschwörung aufgedeckt. Was für eine Verschwörung?
Himmel und Hölle haben heimlich zusammengearbeitet, um die Apokalypse früher als erwartet herbeizuführen. Der Feurige Rat hat uns entsandt, gemeinsam, um auf beiden Seiten Chaos anzurichten. Das Gleichgewicht wird wiederhergestellt. Die Ruchlosen werden bestraft. Du meinst das alles? Wir sollen die Herrscher beider Seiten stürzen. Und da du dieses Ziel so unerschütterlich verfolgt hast, hat der Rat verfügt, dass du die Reiter anführen sollst. Du, Fury, wirst ein neues Zeitalter auf der Erde einläuten. Natürlich. Endlich ergibt alles sozusagen göttlichen Sinn. Ja? Herren, ist damit nicht alles, was du je wolltest, wahr geworden? Ja, das ist nämlich genau das. Vergangenheit ruhen, Schwester. Heute leben wir, um dir zu dienen. Stets zu Diensten. Und ich glaube, das ist einfach nur das, was Fury will, oder? Das ist nicht real. Ich wollte gerade sagen. Was? Ach, in Versuch was. Ei, ist das ein krasser Charakter. So gut zu kennen. Sehnst du dich nicht danach am meisten? Nach der Macht, andere so anzuführen, wie es dir beliebt? Was Illusion war, könnte schon bald Realität sein. Wenn du die Wünsche anderer beiseite lässt, kannst du dich auf dich konzentrieren. Das ist ein fieser Trick gewesen, Fräulein. Oder Kumpel? Entscheide dich. Eine weibliche Stimme. Du hättest sie nicht niederknien lassen dürfen! Wollte ich gerade sagen. Keine. Es hat so gut angefangen. Und ihr habt gerade... ja, ich wollte die Katze noch mal sehen, natürlich. Ne, ihr kennt mich doch. Ich hoffe, ich muss die Katze nicht mal sehen. Oder nicht? Bitte quatsch nicht wieder. Darf er durchlaufen? Okay, ich kann. Muss ich noch mal das Ding ein... Ohne Damage-Indikator. Ich hab einfach mein Leben verloren. Ich hab einfach Leben verloren. Leute, was ist hier los? Bist du schon da? Ah, sie steht schon da. Oder er? Ich will erstmal eine Seelen. Die macht so ganz kurze, eklige Attacken. Wenn du nur nicht so verdammt stur bist. Oh. Alter. Yes. Alter, stelle ich mich schlecht an, Junge. Boah. Alter, stelle ich mich schlecht an, wie der erste Mensch. Die hat so ganz... Also, die hat so einen richtig... Oder er, ich weiß es immer noch nicht. Er hat so einen richtig komischen Damage-Pattern. So dieses extrem lange Warten, bis ein Schlag kommt. Oder es kommt so instant einer, dass man damit nicht rechnet. Ja, dieses ganz kurze, dieses Piek. Was einfach so dreiviertel Leben, ein Viertel Leben abzieht, meine ich natürlich. Erfüllt ein bisschen. Aber wir spielen nur auf Apokalypse, Leute. Stell euch mal vor, wir würden jetzt noch auf also das schwerste schwer spielen. Und das war schon wieder knapp. Das war schon wieder sehr knapp. Das war auch mehr Glück. Und das hat mich gehofft, obwohl ich neben ihr stand. Oder neben ihm. Für mich immer nicht. Meinen Gott. Was? Du bist beleidigt? Wovon? Alter! Und das meine ich, dieses... Oder er kommt so richtig schnell angezwiebelt. Was jetzt? Also er hat noch halbes Leben.
Ein Uziel. Erzengel, o Uziel, du schmeichelst. Ich werde dich töten, Volus. Du wirst dich nie wieder erheben. Wir hatten einen Pakt. Halt dich zurück. Warum sollte er, wenn er weiß, dass ein Pakt mit dir nicht halb so reizvoll ist wie ein Pakt mit mir? Oh nein. Ich kann deinen süßen kleinen Engeln wieder zu alter Pracht verhelfen. Ja, halte mir einfach dieses entsetzliche Weib vom Leib. Uziel! Und wird es nicht herrlich sein, wenn du wieder mit ganzer Schar in die Himmelstore einmarschierst? Sei still! Und diesen verdorbenen Ort, den du zu Wahrheit und Gerechtigkeit führst. Deine nein, bitte Wahrheit nicht, Alter. Nein, Uziel, komm schon. Die siebte Legion. Gesund und munter in all ihrer Pracht. Unser Pakt ist annulliert. Uziel, please. Wäre das nicht spaßig? Ach. Ach. Uziel, bitte. Ich greife auf keinen Fall Uziel an, weil ich auf jeden Fall meine Belohnung haben will. Geh aus der Verteidigungshaltung raus, dumme Kuh. Oh, Uziel, Alter, hau ab. Ja, komm. Oh, Mann. Uiuiuiui. Oh, Alter, Uziel, please. Oh, ich habe nichts mehr zum Heilen. Oh ja, Alter. Alter, es ist einfach zu zweit. Und ich habe einfach meine kompletten Lebensdinger verloren, bevor ich überhaupt in der zweiten... Es gibt eine zweite Bossphase? Alter, wo sind wir denn hier? Dark Souls oder was? Alter, kann ich mich... Also Leute, das ist kein Blendprojekt, aber da kann ich mich einfach nicht dran erinnern. Alter. Es gibt einfach eine zweite Bossphase. Eine zweite. Mit einem zweiten Gegner, Alter. Das ist einfach Dark Souls. Junge, Junge. So, okay. Ich muss erstmal nur dafür sorgen, dass sie mich nicht am Anfang so... Dass sie mir am Anfang nicht so viel... Oder er mir am Anfang nicht so viel Schaden macht. Alter! Okay, das war in Ordnung, aber ich habe schon wieder super viel Schaden bekommen. Und ich bin tot. Ja, Alter, nervst du. Oh, Alter! Und das war schon wieder mega knapp. Oh, komm, Alter. Ich einfach nur in der zweiten Hälfte haben. Okay, Gott sei Dank. Kann ich skippen? Ja. Nee? Das Problem ist, ich darf danach auch nicht angreifen, weil er nicht blockt. Okay, ich muss mich heilen. Nein! Ach, Uziel, hör doch, please! Ja, genau, hau sie!
oh nein, please, 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 please. Alter, ich dachte, ich könnte mit dem Boomerang sie aus der Verteidigungshaltung holen, aber anscheinend war auch das falsch. Wow, hat das, also keine Ahnung. Also ich weiß jetzt die drei Attacken, die Uziel machen kann, und ich weiß die drei Attacken, die Wollust machen kann. Aber wow, 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 wow. Easy. Das war easy. Also ich weiß nicht, warum ich sie jetzt überhaupt nicht mehr treffe. Einfach zu früh. Warum lasse ich mir in der Phase nicht einfach mehr Zeit? Das war knapp. Okay, okay. Okay. Das Problem ist, ich will halt. Uziel auf keinen. Das war ja nett. Okay, okay, komm her. Oh. Ich bin doch ausgewichen, Mann. Oh. Alter. Uiuiuiuiuiui. Das heißt, ich kann halt auch nicht in die Enrage-Form gehen. Weil sie halt. Weil sie halt die ganze Zeit blockt, ne? Sie würde mich dann einfach in der Form. Einfach die ganze Zeit blocken und dann würde halt nichts passieren. So, da kann ich so viel magischen Schaden machen, wie ich möchte. Frage ist. Nee. Das ist einfach so. Ja, 22 Minuten. Einmal versuchen wir auf jeden Fall noch. Mann! Aber die Attacke nervt so hart. Alter. Also ihre oder seine Ausweichzeit ist halt mega gering. Leute, ich würde sagen, dann probieren wir es auf jeden Fall mal beim nächsten Mal. Haut rein, danke fürs Zusehen. Ich weiß, ich bin ein Loser. Und so gegen Uziel und Wollust ist ein bisschen schwer. Frage ist jetzt, ich habe ja eh 0 sehen, ne? Ja, wir haben eine ganze Menge. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich. Das Problem ist, es bringt auch mir auch überhaupt nichts auf Seelen zu, auf Gesundheit zu gehen, weil, wow, dann braucht sie halt 2 Hits anstatt einen, so, ja. Tausend, 19.000, nochmal 8.000 obendrauf, 27.000. Nicht schlecht. So, dann würde ich sagen, haut rein. Danke fürs Zusehen und tschüss.